Tja, Leute, was soll ich sagen? Das war Second Sight mit John Wettig, dem Team Winter Eyes, der schönen Stadt Drubensk, der Zukunft, der Vergangenheit, der Gegenwart, mit so vielen tollen und lustigen Sachen. Und was soll ich sagen? Ja, ihr kennt meine Appellierung an den Spielen zum Schluss, wenn es zu Ende ist, dann erzähle ich immer ja gern ein. Und dieses Spiel ist etwas ganz Besonderes, finde ich, in der Hinsicht, dass es zwei Zeitebenen miteinander verbindet. Beziehungsweise alle drei Zeitebenen. Es sieht aus wie die Zukunft, beziehungsweise zuerst ist es die Gegenwart. Man wacht auf und denkt sich, heilige Scheiße, was ist passiert? Warum bin ich hier gefangen und wer zur Hölle bin ich? Nach einer Zeit kriegt man mit, aha, derjenige bin ich, au, da habe ich die Fähigkeit, da habe ich die Fähigkeit. Und dann urplötzlich ist man in der Vergangenheit, in einem Team namens Winter Eyes. Und keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Dann so langsam wird die Vergangenheit mit der Gegenwart gemischt, indem man immer wieder die Vergangenheit ändert. Beziehungsweise, weil die Gegenwart sagt, die Person ist gestorben, der ist gestorben, die sind gestorben und in der Vergangenheit ist es dann doch nicht so gewesen. Und irgendwann zum Ende heißt es, die Gegenwart ist die Zukunft und die Vergangenheit ist die Gegenwart. Das, was man gesehen hat, ist genau das, was passieren könnte, was wir verhindert haben. Und ich finde, das ist sehr atemberaubend, wie es auch schon hinten auf der Verpackung steht. Was steht hier? Verändern Sie die Realität mit Ihrem Willen und erleben Sie vollständige interaktive Ragdoll-Physik. Ja, Ragdoll-Physik, die haben wir gesehen. Wenn wir die Telekinese einsetzen, dann knallen wir unsere Gegner voll gegen die Wand und hast du nicht gesehen und der fällt zu Boden wie ein Stück Brot. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Dieses Spiel ist einfach atemberaubend. Es ist geil, Leute. Ich sag euch, legt es euch echt zu, spielt es einmal selbst und ihr werdet erfahren, warum ich dieses Spiel geil finde. Auch wenn es so manchen Schwierigkeitsgrad etwas leichter hätte sein sollen. Ah, erstmal ein Schluck Wasser darauf. Und ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Es ist super. Ich finde, dadurch, dass es keine deutsche Synchronisation hat, sondern auf Englisch mit deutschen Untertiteln ist, ist es sogar noch besser. Weil wir ja sehr gut wissen, wie die deutsche Synchronisation auch gerne mal alles verhauen kann, dass es dann mal wieder total bescheuert ist und ja, ich sag's mal, scheiße. Das letzte Mal habe ich in Donkey Kong Country 2 geflucht, bei einem Part. Ich hoffe, ihr habt den nie gesehen. Das tut mir sehr leid. Und ja, was soll ich sagen? Second Sight. Geiles Spiel, zwei Sichten, so wie der Name schon sagt, es sind zwei Sichten. Wir haben zwei Sichten gesehen: Vergangenheit, Gegenwart, beziehungsweise Gegenwart, Zukunft, beziehungsweise, ja. Das haben wir gesehen und ich finde einfach nur geil. Ja, ich wiederhole mich, aber ich muss ja was in dieser Zeit dieser Credits sagen, die sich sowieso kein Schwein angucken wird. Deswegen werde ich nach diesen 10 Minuten auch die Credits. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz durchlaufen lassen soll. Ja, ich lasse die ganz durchlaufen, weil hier sieht man nochmal so schöne Bilder, was passiert ist. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ihr wisst, ich bin derzeit mit Splinter Cell noch zugange. Und Splinter Cell wird auch noch sehr interessant und spannend. Besonders, was heißt spannend? Es ist sehr viel Schleichen. Ob das so wirklich spannend ist, na, ich weiß ja nicht. Aber es ist interessant. Ich hoffe, ihr hattet echt Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein klein wenig in den Kommentaren schreiben würdet, was ihr doch am besten an diesem Spiel fandet. Schreibt mir das in der Kommentarleiste da unten. Sagt mir, was fandet ihr an Second Sight am besten? Darauf würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, es machen viele mit. Weil ist halt so. Ich möchte mal gerne eure Meinung über dieses Spiel wissen und deswegen schreibt mir doch einfach unten in der Leiste, was ist geil an Second Sight gewesen? So, ich werde jetzt keinen Cut rufen. Ich werde diese Credits durchlaufen. Dann werde ich nachher zwar ein bisschen Probleme haben beim Schneiden, aber damit kann ich leben. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das ist, glaube ich, diesmal mein zweitlängstes LP, glaube ich. Ja, Illusion of Time hat über 60 Parts, glaube ich.
Prince of Persia hat 39, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste mein zweitlängstes dann jetzt sein, weil das sind ja jetzt einige Parts noch gewesen. Etwas mehr, ja, eigentlich dachte ich dachte mir schon, dass das so an die 7-8 Parts noch werden, hatte ich ja gesagt. Und ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich kann jetzt noch ein bisschen drum herum reden, ein bisschen Smalltalk mit euch treiben, auch wenn ich der Einzige bin, der redet und dir nichts sagt. Aber das ist ja auch immer ganz toll. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Tolles Spiel. Leute, guckt's euch an. Auch wenn es jetzt zu spät ist, ist das Ende. Was ich euch noch ans Herz legen kann, ist Splinter Cell und Nose Tale. Ich weiß noch nicht, was ich nach Splinter Cell machen werde. Natürlich lege ich euch auch Secret of Mana ans Herz, was jetzt demnächst irgendwann wahrscheinlich weitergehen wird oder auch nicht, da ich noch darauf warten muss, dass meine Spielepartnerin, meine Freundin, ein neues Headset noch braucht, weil sie derzeit halt keins hat, beziehungsweise weil ihr es kaputt ist wahrscheinlich. In der Zeit, wo ich das hier gerade sage, hat sie ein neues, weil, beziehungsweise das kommt ja erst einige Tage später. Ich quatsch mir hier gerade den Mund fusselig, ey, und eigentlich laber ich totalen Scheiß. Ich könnte genauso gut gerade Vergleiche aufzählen oder sagen, hast du nicht gesehen, blablub. Was soll ich sonst noch sagen? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Spiel. Es war wirklich grandios, es hat Spaß gemacht. Viel Schleichen, auch wenn ich es nicht hingekriegt habe. Wenig Kämpfen eigentlich. Eigentlich ist dieses Spiel wirklich eigentlich wie Splinter Cell eigentlich mehr so Schleichen. Außer jetzt zum Schluss, da mussten wir kämpfen. Oder auch die Parts, wo wir wirklich kämpfen mussten. Aber sonst ist mehr Schleichen angesagt. Ja. Codemasters. Ich lese die ganze Zeit nur Codemasters. Codemasters, Codemasters. Entwicklungsleiter Rob Smith. Stellvertretender Entwicklungsleiter David Brickley. Designverbindung Justin Forrest und hast du nicht gesehen? Ja. Erst einmal ein Dankeschön an all diesen Leuten, die dieses Spiel gemacht haben. Ohne euch hätte ich jetzt nichts zum Zeigen. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Ich habe keinen Bock schon wieder auf eine Danksagung. Ich habe schon so viele gemacht. Die letzte war ja erst in meinem 100-Abo-Special. Jetzt sind es keine Ahnung wie viele. Ich kann schlecht gerade nachgucken. Und ja, es sind, ich glaube, so lange Credits hatte ich echt noch nie gehabt. Alter, hören die überhaupt noch mal irgendwann auf? Ich lasse die jetzt durchlaufen. Ich sag noch ein bisschen nichts. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Ich spiele eine Runde Schach im Hintergrund. Mit mir selbst. Ich spiele mit mir selbst Schach. Lalalala. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, weil mir geht gerade echt der Text aus. Mir geht der Text aus, das ist toll. Lalalala. Das ist doch ganz, 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 ganz toll. Lalalala. Hoppala. Doch mal einen Schluck trinken, ich muss auf Toilette. Ja. Was soll ich sonst noch sagen? Ich fand auch ganz toll, ja, nochmal ein bisschen über das Spiel reden. Ich fand auch nochmal ganz toll die Sachen mit den Computern, die man machen konnte. Dass man sich an den Computer einlinken konnte. Dort die Türen musste man ja öffnen, das war eigentlich so vorgesehen vom Spiel. Und ja, falls ihr es hört, ich spiele mit meinen Münzen gerade. Oh, da sind die Sprecher. Andrew Lawson hat John Vedic gesprochen. Ich fand, die Stimmen waren richtig gut, die haben richtig gepasst in die Leute. Also besser hätten sie es nicht treffen können, war toll. Wie gesagt, zum Glück keine deutsche Synchronisation, weil die kann man meistens echt in die Tonne kloppen. Genauso wie die deutsche Zensur. Gern. Boah, Gott, Credits. Das ist doch, ey, so viele Leute haben doch an diesem verdammten Spiel nicht dran gemacht. Codemasters und Free Radical. Leute, hier, Codemasters macht eigentlich normalerweise Colin McRae Rally, das auch schon seit Jahren nicht mehr draußen ist. Auch schon ein ziemlich altes Spiel, was ich auch nicht besitzen werde und über mir holen werde. Ich rede echt nur noch Blödsinn. Ich lese schon wieder Codemasters. Entwicklungsleiter. Ich habe das Gefühl, dass ich hier totalen Schmarrn mache gerade. Leute, ich teste mal was. Haha. das war Leerlauf die ganze Zeit. Haha. Ja. Okay. Das war Second Sight. Mit eurem Ryukan. Das allerletzte Mal sage ich, auf Wiedersehen, Leute. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Wir sehen uns bei Splinter Cell oder Nose Tale. Auf Wiedersehen.